Ja, guten Tag. Was ist denn nur passiert? Ja, kann sein, dass ich das schon in die Videobeschreibungen oder so schreibe oder in die Folgen rein editiere, aber ich, Schlaumeier, habe doch tatsächlich meine eigene Stimme nicht aufgenommen. Ja, ich werde auch jetzt keine. Ich werde da nichts nachsynchronisieren oder so, oder keine Untertitel oder so reinmachen. Ich werde das einfach so hochladen und ja, ich mache einfach hier weiter, wo ich stehen geblieben bin. Ich möchte vielleicht noch erzählen, was ich gemacht habe. Naja, also ja, ich habe hier die Siedlungen aufgebaut, die Festungen, ich habe die, ich sag mal, Gebäude, die Ressourcengebäude aufgebaut, ich habe Schiffe gebaut, ich habe hier invasiert und ab und zu gewonnen. Ich halte schon diese Festung hier seit einigen Runden erfolgreich. Ich habe Handelsschiffe gebaut und diese Handelsschiffe, ja, habe ich zu diesen Handelshäfen geschickt. Dieser hier war tatsächlich frei. Dieser hier war leider nicht mehr frei. Dieser hier ist auch nicht mehr frei. Aber ich hoffe, dass hier vielleicht der frei ist, was ich allerdings auch nicht glaube. Und dieser hier ist dann plötzlich frei geworden. Ja, ich habe ein Handelsabkommen mit Gies, dein Date oder Date, Date, glaube ich. Wie heißt das? Abgeschlossen? Abgeschlossen? Verhandelt? Und ja. Hier sind Piraten. Ich habe die feindliche Flotte hier, glaube ich, vernichtet. Genau. Ja. Man sieht, ich habe nicht viele Einkommen. Und ja. Als nächstes habe ich, glaube ich, vor, hier einzufallen. Und ich habe hier einen Ninja. Oder Shinobi oder Ninja, oder wie das ausgesprochen wird. Ich habe eine Mission, wo ich Oda Mushiyori, na, ermeucheln muss. Huch, da musste ich gerade kurz gehen. Tut mir leid. Ah ja. Nicht sonderlich viel. Na gut, ich würde sagen, dann. Was haben wir gerade? Haben wir Herbst? Herbst. Dann würde ich sagen, greifen wir an. Nach dem Winter. Eigentlich nach der Runde. Ich glaube aber, ich habe ja alles. Alles soweit gemacht, ne? Das Schiff. Aha, das Schiff kann sich noch bewegen. Gut, sehr gut. Können sich da die Schiffe bewegen? Nein. Nein. Da hatte ich nichts. Okay. Ja, wie sieht es mit der Diplomatie eigentlich aus? Wie hieß der Clan gegen den, oder gegen den ich kämpfe, oder hieß er, genau. Oder hier. Der hat drei Provinzen. Okay. Würde ich sagen, was ist mit dir hier? Ah. Verstärken, genau. Bom, 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 bom. Sehr gut. Habe ich aufgesammelt.
Ah, ich kann halt dich nicht mehr bewegen. Okay. Okay. Ja, hier noch irgendwas gemacht eigentlich? Seitens der Rekrutierung? Nein. 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 Gut. Ich hätte gerne noch eine weitere Einheit Bombenwerfer, aber ich schätze mal, die zwei müssen reichen. So. Ja. Gut, dann würde ich sagen, die Runde beende ich mal und mache schnell weiter. Oh. Da ist ein Mensch. Mensch, 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 Mensch. Eine eurer Seehandelsrouten wird von einer feindlichen Flotte angegriffen. Damage. Ohne euer Eingreifen wird sie weiter plündern und sich sämtliche Waren und das gesamte Einkommen unter den Nagel reißen. Damage. Eine feindliche Schiffe haben einen für unseren Clan nicht ge... Oh. Ah, wird Zeit, dass die Marine mal auffährt. Ausschwimmt? Ablegt? Ich glaube, ablegt. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut. Attacke! Aha! Oh, wir haben gute Chancen. Dann mache ich mal ein automatisches Gefecht. Ja, entscheidender Sieg. Und ich habe Schiffe verloren. Aber ich habe zwei neue bekommen. Ja. Okay, Handelsschiff da Voku habe ich jetzt eben verloren. Die leben ja noch. Oh nein, so schnell kommt die mir nicht davon. Attacke! Automatisch! Willst du mich veräppeln? Habe ich wirklich eine mittlere Buhne? Was? Oh Leute, ey. So, damit wäre die Handelsroute gesichert. Die verstärke ich mal hiermit. So. Ach, jetzt habe ich hier nur 800 bekommen, weil der hier die Handelsroute kapert hat. Verdammt. Es ist Winter, wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist ein Mensch. Nein, ein Metzger. Oh oh. Ja, genau. Genau, sei auf der Hut, ne? Da kann dich umliegen. Attentat ausführen. 67%, ja, dann gucken wir mal. 220. Ninja, 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 Ninja. Na, von wo war das? Ich darf annehmen, dass er tot ist. Du Feind verwundet. Wohin stichst du ihn bei Nacht eigentlich? Ja, jedoch verwunden und für eine Weile auf Gefecht sitzt, naja, immerhin. Naja, immerhin, ja, immerhin. Oh, da wird ja was rekrutiert.
Brauchst du einen Metzger? Ich glaube nicht. Die Flotte müsste ich mal reparieren. Ui. 150? Ich habe doch 150, dachte ich. Ach, der muss im Hafen sein, ne? Ach ja, stimmt ja, stimmt ja. Na gut. Sonst noch was? Nein, oder? Da kann ich nichts upgraden, da kann ich nichts upgraden. Da kann ich nichts upgraden. Kann ich auch. Oh, hier kann ich. Nein, hier kann ich nichts bauen. Okay. Wäre gut, wäre gut. Schießpulver. Kann, wo sie, brauche ich nur, nee, okay, um hier die, das überhaupt, epische Architektur, plus 10 pro Runde auf Wirtschaftswachstum durch Beherrschung der Künste, plus 1 auf clanweite Zufriedenheit, aha, kaiserliche Straßen, Grenztürme, ich kann nur hier das Militär upgraden, oder? Ja. Weil dann würde mich interessieren, kann ich. Also ich brauche das Lager und ich brauche die Feuerwurf-Mongole. Um Knarren zu machen, ne? Aber kriege ich dann nur 2 Knarreneinheiten oder wie oder was? Moment, muss ich mal schauen. Wirklich Gebäude, wo ist das Schießpulver? Wait, what? Achso, das wird das. Genau. Besserung, Straßen, Handelshafen, nee. Die Belagerungsgeräte, was ist das hier? Schießpulverproduzent benötigt heute Werkstätten, Künste, Angriff durch Feuer. Ermöglicht Gebäudeeinheiten. Rojo Flammenbomber. Okay, was benötige ich? Künste, Angriff durch Feuer? Das ist das hier. Möglich Gebäude, Schießpulverproduzent. Und das ermöglicht mir das und das hier, das und die geben mir Feuermangole und Handmörser. Okay. Na gut, es ist Winter, jetzt mache ich nichts. Allerdings muss ich weiter die Schiffe steuern, genau. So, ne? Uta. Schwimmst mal schön weiter dahin. Oh! Okay, ja, kein Verschleiß, bitte. Das immer noch besetzt, ne? Genau. Ach, schade. Gut, dann setze ich den.
davor, vielleicht ist der ja jetzt frei oder so, keine Ahnung. Gut, dann hätte ich so viele Häfen wie möglich erobert. Ja, sobald ich Oda hier besiege, gehe ich zu Satomi und erobere die. Weil die muss ich ja erobern. Aha, ich wusste es. So, ich würde sagen, ich speichere mal. Ja, und mache ein automatisches Gefecht, weil ich habe ja eigentlich Mauern, oder? Ja, entscheidender Sieg. Und ich habe nur ein paar Verluste gemacht. Jawohl, ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Nur gerade mal 300 Verluste. Ja, oha, 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 oha. Die haben noch 230 übrig. Aha, wie toll. Okay, ja, sehr gut. Aha, One Fleet Air. Was ist das jetzt? Was war das jetzt da dort? Da scheint heftig Krieg zu herrschen. Oha. Könntest du bitte die Karte vorher zurückdrehen? Das wäre mir lieber. Dankeschön. Oh, eine würdige Braut. Ein loyaler Gefolgsmann bietet die Hand deiner Tochter zur Heirat an. Wird dieser Mann sie zur Braut nehmen? Höfliche Ehefrau? Plus eins auf Loyalität bei Generäle. Ey. Oder auf Ehre bei Daimlos. Okay. Yuki Kadoko, lass mich raten. Sie heißt Yuki. Sie ist 17. Na gut. Wenn er will, soll er doch hier. So. Krieger rekrutiert. Sehr, sehr gut. Aha, da bist du also, ja? So, Ninja. Zum Angriff. Oda Moshiyori. Takigawa Monotiha. Ach, Motohisa, nein. Ja, Oda Moshiyori. So, das ist nämlich eine Mission. Weil dann bekomme ich irgendwas. Was habe ich vergessen? Und schon wieder das Minenfeld. Das hatte ich schon zweimal. Ich glaube, beim dritten Mal geht es definitiv schief. Ja, ja, ich wusste es. Wow. Ja, jetzt rennt er schon wieder vor vier Leuten weg. Das ist ja... Als ob... Ninja exekutiert... Wow! Ich dachte, ich hätte einen Bonus, der mir hier auf 10%, also 10% auf, toll, 10% auf Flucht gibt oder so, keine Ahnung, auf Fluchtversuche, toll, oder das, oder, aha, wow, einfach nur wow, best Ninja of all time. Ja. Schade. Gut, er bleibt dort.
Der schwimmt dann dahin. Frei? Nein, natürlich nicht. Gut, dann haben wir nur zwei Handelshäfen, aber na gut, dann soll es halt so sein. Das sollte ich mal reparieren. Bitte. Ja. Ich repariere mal alles. Der muss nicht repariert werden? Nein. So. Der muss. So, jedes Schiff außer das da, ne? Gut. So, das wären dann die Schiffe. Das wäre jetzt da Oda Nobunaga. Wo bist denn du? Ah, die Verstärkung, ich verstehe. Du warst für den hier, glaube ich, ne? Aber ich setze dich mal vielleicht doch zu dem hier rein. So, sehr gut. Sehr gut. Dann. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich könnte mit dem hier angreifen, aber das ist der Daimyo. Den sollte ich nicht alleine schicken. So. Daimyo, mach Sieg und mach Ehre. Ach, sehr gut. Automatisches Gefecht, ja. Daimyo gegen Daimyo. Blau gegen Lila. Die Ruhle gegen Tebler. So, entscheidender Sieg. Verloren. Gerade mal 75, jawohl. Ja, aufgestellt. Ja, verbleiben 0, meine ich. Jawohl. So muss das laufen. Oh, schon 20 Minuten. Ja. Hoch, Mission. Ach, Scheibe, stimmt ja. Also ganz ehrlich, der Ninja war eh tot, also, ja. Ja, aufgrund der folgenden unvorhersehbaren Umstände sind sie nicht länger in der Lage, diese Mission zu erfüllen. Ja, kein Problem. Ich stelle dich vielleicht lieber hier in den nächsten dahin, sehr gut. Ja, jetzt. 3, 4, 5. Da muss bauen. Vielleicht sollte ich ja die Rekrutierung abbrechen. Ja. 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 So. Dann dürfte ich. Oh, ich habe Geld. Geld haben, genau. Und ich brauche halt den Ninja nach wie vor. So. Hätte ich den auch dort anheuern können? Nein. Sehr gut. Und hier? Nein. Auf. Ja, euer Shinomana Ninjutsu Kondasi. Das gut, ja. Dann das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es weiter und ich höre noch mal rein, ob ich auch wirklich jetzt alles richtig gemacht habe. Tschüss. Ach ja, noch was. Mir ist der Vorschlag gekommen, dass ich ja mal vielleicht irgendeinen historischen Hintergrund zu den einzelnen Charakteren und Persönlichkeiten erzählen könnte. Allerdings ist das viel zu zeitaufwendig, das sowas zu recherchieren, und b würde das ein bisschen länger sonst dauern als, naja, sonst. Ja. Also wenn ihr was zu den Charakteren hier, zum Beispiel wie Oda Nobunaga oder Ojo Oiyasu oder so,
erfahren möchtet, dann googelt einfach oder liest Bücher oder irgendwas. Ja. Das wär's dann. Okay, dann. Dann war's doch. Okay. Ja. Das war's von meiner Seite her. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und kann sein, dass ich vielleicht die Folgen alle paar Tage raushaue, weil das Spiel wird doch ein bisschen länger dauern und ich glaube, die Folgen werden allgemein etwas länger sein. Nur damit ihr Bescheid wisst. Tschüss.